Und weiter geht der Spaß hier im Hex-Hex Park, Welt 3 von Banjo-Tooie. Wobei Spaß, ich weiß ja nicht, dieser Vergnügungspark hier ist nämlich der reinste Horror. Spaß ist da eher fehl am Platz. Hier zahlst du Eintritt für die Hex-Hex Park Premium-Attraktionen. Eintritt zahlen? Nö. Ich lass mich hier verkloppen und soll dann noch zahlen? Nixer. So, wir schauen mal, was hier drin abgeht. Bislang, ja, wurden wir jetzt noch nicht getötet oder sowas. Okay, das wird sich jetzt ändern, offensichtlich. Die Geistergruft. Wir haben uns nur ein paar Attraktionen von außen angeschaut und ein relativ einfaches Puzzleteil bekommen, aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich sehe schon, dass diese Welt hier mich ein klein wenig rannehmen wird. Da bin ich mir durchaus sicher. Wow, ich habe nur 2 Leben. Warum? Dieser Stachel jetzt so viel abgezogen oder was ist da passiert? Naja, wie dem auch sei, das Ganze sieht ein bisschen aus wie der Schlangenpfad aus Dragon Ball Z. Findet ihr nicht auch? Was steht da? Achtung! Die Geschäftsleitung übernimmt keine Reinigungskosten verschmutzter Unterwäsche in direktem Zusammenhang mit Ausstellungsstücken des Gruselkabinetts. Okay. Also es geht dann noch weiter. Weiß nicht, soll ich jetzt weitergehen oder soll ich in die Höhle gehen? Oh, warte. Ich glaube, ich kann hier eine Cheeto-Seite erkennen. Moment. Wir haben ja auch die Feuereier. So kann ich mir selbst den Weg erhellen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, bin ich down. Ich habe nämlich echt das Gefühl, dass diese Stacheln hier am Rand mehr abziehen als normale Treffer. Oh, warte, hier ist gar keine Cheeto-Seite. Beziehungsweise doch, aber nicht an der Stelle hier. Wie komme ich denn an die ran? Die ist weiter oben. Ach, warte, hangeln, oder? Hier ist jetzt so ein Ritz. Ja, okay. Boah, zum Glück habe ich das noch gesehen, sonst wäre es bitter gewesen. Die ist gut versteckt. Das muss ich zugeben. So, wir haben sie. Ach ja, und wir sollten mal langsam zu Cheeto gehen. Mindestens einen Cheat können wir ja sogar schon bekommen. Und die können unser Abenteuer durchaus erleichtern. So, jetzt runter, aber vielleicht nicht in die Flamme. Das wäre eher dämlich und sehr schmerzhaft. Ah, das nervt. Wenn man nicht weiß, wie viel das abzieht, dann muss man hier so übelst vorsichtig agieren. So, noch eine Kurve. Und rein in die Höhle. Was ist da? Reinigungskosten. Ist das so ein Putzraum oder so? Nee. Ach so, das Gruselkabinett an sich. Alles klar. Sieht auch sehr bedrohlich aus. Allein die Bilder da an der Wand. Der hier erinnert mich an wen? Ich glaube an Donkey Kong Country 3, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. War das nicht das Gesicht von einem Endboss? Vielleicht sogar der hinter dem Wasserfall? Ja doch, ich glaube, das Viech hier hat irgendwas mit Donkey Kong Country 3 zu tun. Weird Killer Alien. Das ist ein Jinjo, Alter, und kein Killer Alien. Was geht? WTF? Ist das Gobby? Oder Gobi? Hey Leute, ich bin froh, endlich ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Gobby, was machst du denn hier? Naja, ich war auf dem Weg zur Vulkanwelt, doch dann hat mich jemand gekidnappt. Aber jetzt, wo ihr hier seid, bin ich bestimmt bald frei. Mal sehen, Ziegenbart. Hast du Kohle? Nein. Dann gewöhn dich an den Käfig, Quasimodo. So geht man aber nicht mit alten Freunden um. Gobi, wir waren keine Freunde. Ganz und gar nicht. Ja, es ist ein sehr bekanntes Gesicht aus Banjo-Kazooie, aber ich hate ihn eigentlich. Na gut, wer tut das nicht? Ich frage mich, ob wir die mit Granateneiern befreien können. Weil einen Schlüssel habe ich nicht und ich wüsste auch nicht, wo 3 Schlüssel versteckt sein sollten. Ah, laber mich nicht zu.
Ich kam mit dem Zug hierher, doch dann hat man mich einfach als neue Attraktion in diesen Käfig gesperrt. Auf dem Schild steht, du wärst ein großer, böser Dino. Vielleicht ist der Käfig ja ganz passend. Wenn ich wirklich so groß und böse wäre, hätte ich die Tür schon selbst zertrümmert. Klingt einleuchtend. Los, Banjo, wir zerschmettern die Tür. Okay, ich denk mal, das war der finale Hinweis. Wir können da tatsächlich Granateneier verwenden. Let's go. Boom. Danke, aber ich rühre mich nicht vom Fleck, bis der Zug am Hexexpark Bahnhof steht. Wie, wo, was? Bahnhof? Das klingt gut. Also gibt es doch Bahnhöfe in den anderen Welten. So, so. Zumindest hier. Der Zug ist bereit. Wir müssen nun den Bahnhof finden. Aber jetzt befreie ich erstmal diesen armen Jinjo hier. Killer Alien, dass ich nicht lache. Der tut doch keinem was. Der schaut doch nur. Und will spielen. Was steht bei Gobby eigentlich? Seltenes, gebärtiges Kamel. Oder uraltes, wie auch immer. Super, endlich frei. Und ja, du siehst in der Tat sehr uralt aus. Jesus Christ, geh dich mal rasieren, Alter. Hey, Moment, willst du mir nicht irgendwas geben? Du Knecht. Ist dein Schicksal noch unklar? Frage Madame Grunty. Wie, wo, was? Keine Ahnung, wovon die reden. Ich will wissen, wo Gobby hin ist. Und wo der Bahnhof ist. Kein Schimmer. Ich würde mal sagen, wir hauen ab. Aber er kann noch nicht weit sein, wenn wir diesen Dino holen müssen. Oder kommt die dann von alleine? Wer weiß, Leute. Jetzt geht's erstmal zurück an den Anfang. Ups. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, mit einem Granatenei da Licht zu machen, aber das funktioniert tatsächlich auch. Wie es ausschaut, braucht man nicht mal zwingend die Feuereier, egal welches Geschoss. Ein bisschen wird der Weg immer erhellt. Ja. War ja bei den Granateneiern auch so. Also ich denke mal, selbst wenn wir blaue Eier schießen würden, würden wir trotzdem den Weg sehen. Seltsam, aber ist so. Okay, gibt's hier in dem Bereich noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen vielleicht noch? Oder müssen wir dann den Bahnhof woanders suchen? Da sind noch ein paar Zangen. Ach so, stimmt. Da, hier könnte der Bahnhof sein vielleicht. Irgendwie so ein Portal. Oder warte, da ist auch noch ein Gang. Sehr gruselig verziert. Wenn wir Glück haben, ist der Bahnhof hier. Wenn wir Pech haben, ist da irgendwas anderes und wir kriegen trotzdem ein Puzzleteil. Ist mir ja im Prinzip egal. Ich will einfach nur ein Puzzle haben. Bahnhof, okay? Hey, kannst du nicht lesen, Pilzkopf? Alle Nahrungsmittel müssen innerhalb des Vergnügungsparks konsumiert werden. Das ist nicht fair. Natürlich ist das nicht fair, aber bitte, versuch es nur. Du wirst schon sehen, was passiert. Verliere ich meine Pommes? Ja gut, hol ich mal neue. Ist auch nicht so schlimm, oder? Ja. Ich weiß eh nicht, wozu die gut sind. Von daher gebe ich sie einfach mal wieder ab. Das ist ja ein toller Bahnhof hier. Wow. Sehr einladend. Ja, das wird immer schneller. Aber ich habe es trotzdem geschafft, mich komplett heilen zu können. Das ist schön. Kann man diese Särge irgendwie aufbrechen? Nein. Scheinbar nicht. Boah, das sieht ja gruselig aus hier. Was ist das für ein Vieh? Richtig ätzend. Wie aktiviere ich jetzt diesen Bahnhof? Schaffi verfrachtet Erz in der Klunkerkluftmine. Schön für dich. Wie hole ich den Zug hierher? Das muss doch irgendwie gehen. Da oben ist noch irgendwas. Hä?
Oder? Also doch, man kann sich da hinhangeln. Warum kann man sich da hinhangeln? Weil da eine Platte ist. Okay. Warte, warte, wie komme ich da hin? Oh, Mist. Halt dich halt fest, Banjo. Wie kann man sich da hinhangeln? Reicht das, wenn ich da rüberfliege? Nee, oder? Ach, ich muss auf das Rest in Peace-Sargteil drauf. Ja, alles klar. So, hier springen, dann festhalten. Nochmal. Und jetzt. Vielleicht ist das der Schalter, der den Zug ruft. Wäre cool. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Drecksviecher wollen mich erwischen. Schaffen sie aber nicht. Und... ja, das sieht nach dem richtigen Knopf aus. Alles klärchen. Chaffi, komm und halte hier. In diesem sehr toll eingerichteten Bahnhof. Ach, muss ich jetzt mit dem Schild sprechen oder was? Hat sich nämlich nur das Tor geöffnet. Chaffi verfrachtet Erzen der Klunkerluftmine. Ja, das weiß ich. Möchtest du von Chaffi abgeholt werden? Eigentlich will ich, dass er herkommt, aber okay, dann halt so. Ach, warte, wenn er mich abholen soll, kommt er ja logischerweise so oder so vorbei. Tut, ich mag Züge. Wollte ich ihn nur mal an der Stelle nochmal gesagt haben. Aber wer mag sie nicht? Richtig? Jeder mag sie. Und jetzt kommt er. Ich denke mal, diesen Dino müssen wir dann auch wieder in irgendeine andere Welt bringen. Wetten? Sprich, ich mache hier wahrscheinlich eine Mission für eine andere Welt, aber ist ja egal. Oh, du kommst alleine? Das ist ja toll. Oh, ich glaube, da kommt der Zug. Zeit zu gehen. Und wie überquert sie den Schlangenpfad so einfach? Naja, egal. Scheint's ja geschafft zu haben, offensichtlich. Dann... mal gucken. Kriegen wir noch irgendwas oder nicht? Wäre schon dufte. In Chaffis Waggon. Einmal Pterodactylusland, bitte. Pterodactylusland? Das klingt mir sehr nach einer weiteren Welt, ja. Also gut. Dann haben wir hier wirklich eine Mission für eine andere Welt gemacht. Finde die Schalter zu den Tunneltoren in den anderen Welten. Dann kann Chaffi die Bahnhöfe anfahren. Okay, okay, okay. Gibt es jetzt einen Bahnhof in jeder kommenden Welt? Oder nur in bestimmten? Weil in Welt 1 gibt es ja offensichtlich keinen Bahnhof. Da brauchen wir auch keinen. Egal, auf jeden Fall wartet der Zug jetzt hier das wohl eine ganze Weile. Nämlich so lange, bis wir den Schalter in Pterodactylusland gefunden haben. Aber alles der Reihe nach. Wir müssen erstmal das Hexhexland überleben. Und ich würde mal sagen, diesen Bereich hier können wir jetzt abhaken. Also da haben wir wirklich alles gekriegt, was man bekommen kann. Also ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, was ich vergessen haben sollte. Da drüben ist noch eine Einrichtung. Was ist das denn? Tritt ein und lass dir von Madame Grunty die Zukunft voraussagen. Allerdings sind wir vertraglich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass ihre Weissagungen nicht unbedingt positiv sein müssen. Oh nein. Ach, was soll's. Ah, willkommen. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst ein paar Schellen. Das mag ich. Ja, super. Was soll das? Gibt's da irgendwie einen Trick oder so? Hintereingang? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was muss man denn da machen?
Okay. Ach, ist das einfach nur so eine... So eine Glücksstelle? Ach, warte, jetzt erinnere ich mich. Es gab doch hinter dem Pusello ein Schild, was irgendwie sagte, dass man Glück braucht im Hexhexpark oder sowas, ne? Vielleicht ist das damit gemeint? Eventuell kriegt man, wenn man Glück hat, ein Puzzleteil von ihr? Das könnte ich mir vorstellen. Aber das wäre total doof. Das wäre total doof. Dann muss ich da ja unter Umständen 50 Mal reingehen und habe das Puzzleteil immer noch nicht. Ja, komm. Also wenn dem so sein sollte, dann werde ich das offscreen machen. Beziehungsweise ich werde das schneiden und dann halt einfügen. Wenn ich das Puzzleteil gekriegt habe, weil da jetzt 100 Mal hin und her zu laufen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend zum Anschauen. Warum man das jetzt macht, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es ja gar kein Puzzleteil wert. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. In jedem Fall. Ja. Finde ich es jetzt nicht so toll gelöst. Aber für was sammle ich eigentlich diese Coupons? Ich habe keinen Schimmer. Ah, lass mich da hoch. So, ein paar Federn. Genau. Schauen wir vielleicht erstmal, was hier so zu holen ist. Bei diesem großen Zelt. Hier kriegen wir die Trennfähigkeit. Offensichtlich. Yes. Unterschiedliche Fähigkeiten habt ihr noch nicht. Lasst Kazooie daheim und komm als Bär. Ganz schlicht. Eure Plattformen finden das. Solltest du durchdrücken. Von A seid ihr wieder eins im Nu. Das ist dann alles. Ach, der heilt einen auch? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay, fortan können wir uns trennen. Ich weiß nur noch nicht genau, warum wir das hier an der Stelle machen müssen. Deswegen lasse ich's. Aber es ist nice to know und vor allem ist es gut, dass wir das jetzt endlich können. Haben ja schon ein paar solcher Plattformen gesehen, nicht wahr? Gut, jetzt ist die Frage, sollte ich da ins große Zelt reingehen? Machen wir einfach mal, oder? Ja, komm. Moment. Ist da auch was oben? Oben drauf. Halt dich fest, Alter. Als ob das nicht geht. Da kommst du doch bestimmt irgendwie hoch. Ah, dang it. Stell dich gut hin. Alter, mach. Ja, ja, ja. Ja, natürlich geht das, natürlich. Musst dich nur anstrengen. Bestimmt ist da was Wichtiges oben. Ich könnte mir eine leere Honigwabe oder so vorstellen. Wäre ganz cool. Och nö. Echt jetzt? Irgendwelche Schuhe, die ich noch nicht nutzen kann? Oh, und ein Jinjo. Na gut, immerhin. Dann will ich mal nicht meckern. Gut, 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 gut. Ja, dann werden wir jetzt mal reingehen in dieses große Zirkuszelt und genießen die Show. Hoffe ich zumindest. Es darf allerdings angezweifelt werden. Hä? Dich kennen wir doch. Dieser komische Spinner aus Banjo-Kazooie, der Konga oder wie er hieß. Chunky Fake. Es sind die Eintrittskarten, Freundchen. Ach, dafür sammelt man den Scheiß. Karten? Wofür brauchen wir die denn? Man benötigt vier Karten, um Kongas Großzelt zu betreten. Oh, dann haben wir alle. Cool. Aber wir haben vier Karten. Lass uns rein jetzt. Dann nichts wie her damit. Es tut mir leid, aber du darfst erst eintreten, wenn du gelernt hast, Granateneier im Flug zu schießen. Was soll der Unsinn? Wir wissen, wie man zielt. Aber nicht im Flug. Eben. Komm, wir suchen Gemjars. Versuch es in der Weltraumzone. Danke, Bananenbubi. Bis später. Epic Fail. Wir haben die Eintrittskarten, aber uns fehlt eine Fähigkeit, ey. Ist klar, ne? Na gut, solange ich die nicht nochmal sammeln muss, ist ja alles in Ordnung. Was hat er gesagt? Weltraumzone. Ist doch die hier, oder? Area 51. Oh shit, aber da komme ich nicht rein. Oder kann ich mit dem Weg da auch einfach freisprengen? Als ob das geklappt hat. Okay. Ja, dann...
Ah, und so kommen wir an die Noten ran. Ah, Mensch, ich sollte irgendwie häufiger mal die ganzen neuen Items und Fähigkeiten, die wir bekommen haben, an Stellen probieren, wo es eventuell funktionieren könnte. Mensch, also hätten wir hier nämlich schon viel früher reingekonnt. Das konnte man ja nicht ahnen, Mann. Oder? Doch? Ja? Da ist ein Jinjo. Was heißt denn dieses Geldtransporterzeichen da? Hier wird das jetzt aber nicht funktionieren, ne? Nope. Wir brauchen einen Geldtransporter offensichtlich. WTF? Was hat es damit auf sich? Oh, vielleicht Wumba. Wumba-Fähigkeit. Ja, das könnte sein. Hier ist auch was für Mumbo. Wo ist jetzt Gem Jars? Dieser Knopf sieht sonderbar aus. Bringt nichts? Oh, oh. Nee, bringt gar nichts. Bin ich blind oder seht ihr auch nichts? Ich sehe keinen Gem Jars. Das ist doch die... Ach, Moment, da können wir hochklettern. Oder? Nee, können wir nicht. Da sind Spuren, aber mehr auch nicht. Ja, super. Was soll das? Wo ist Gem Jars? Fail. Dann brauchen wir wohl erstmal Mumbo, würde ich sagen, oder? Oder es ist nicht die Weltraumstation, sondern Area 51 zählt als eigene. Ich weiß es nicht, Leute. Gehen wir einfach mal weiter und wir behalten alles im Kopf. Das ist das Klügste. Jo, genau. Wir behalten einfach alles im Kopf. Wir werden stattdessen jetzt mal diesen Ort hier aufsuchen. Was ist das denn hier? Was könnte denn das sein? Das ist ein Jinjo. Ein Jinjo, ein Jinjo, ein Jinjo! Und Norton. So, diesbezüglich läuft es eigentlich ganz gut. Wir kriegen vielleicht kein Puzzleteil, aber wir haben sehr, sehr viel Sammelzeugs gekriegt in dieser Part. So, ich kann auf beide Seiten anscheinend. Und dann doch erstmal hier lang. Oh, perfekt gelandet. Uhuhuhu. Und dann kriegt das nicht hin, sich festzuhalten, ist klar. Angel, halt dich. Sag mal, ist das dein Ernst jetzt? Stell dich nicht dumm. Also dümmer als du bist jedenfalls. So, jetzt. Einen blauen. Haben wir schon mal einen blauen gehabt? Jo, toll schon. Jetzt sind 7 insgesamt. Ah. Hau den Lukas heißt das Ding, ne? Läute die Glocke und du gewinnst einen Superpreis. Ja, das wird ja wohl kaum so einfach sein. Siehst du, das reicht nicht. Ach, ich muss wahrscheinlich einfach schnell genug hintereinander... Nee, muss ich nicht. Meine Stärke reicht offensichtlich nicht aus. Okay. Dann brauchen wir irgendwas Schwereres. Ja, das wird so nichts. Ach, verdammt. Vermutlich auch wieder irgendeine Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Schade, schade. Klettern wir stattdessen mal da hoch. Und auf den Turm müssen wir auch noch. So wie in diese Einrichtung da rein. Oh, aber lass dich doch nicht treffen. So, jetzt. Hips. Festhalten. Junge, wieso klappt das denn nicht? Ich verstehe das Problem nicht. Wieso ist das denn hier so schwierig? So. Verpiss dich. Ich hasse diese Gegner. Die sind so unnötig. Und nur frustrierend. Okay, aber jetzt habe ich's. Komm, ich will noch ein Puzzleteil haben. Kann doch nicht so schwer sein. Da ist...
Wumba Humba. Unser Lieblingsgirlie. Ja, die hat doch auf jeden Fall diese Geldtransporterfähigkeit. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon aktivieren soll. Na, nee, Moment, wir haben ja noch keinen Globo, ne? Gut, wir haben auf jeden Fall diese Warp-Plattform hier aktiviert. Das ist schon mal gut.